die Jugend des Landes, der Sport des Landes in Schwerin begrüßen zu können. Die Sportstadt Schwerin, und wir zeichnen hier sozusagen verantwortlich für eine unwahrscheinlich attraktive Sportlandschaft. Über 100 Verbände sind bei uns in der Stadt aktiv. Der Stadtsportbund mit seinem Chef Herrn Mönnig auch unter uns und die Stadtverwaltung mit Herrn Schmidt als Amtsleiter und unserer Sportchefin Frau Joachim. Wir haben dazu beigetragen, dass es hoffentlich für Sie und euch alle wunderbare Sportspiele wird. 17.000 Menschen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene treiben aktiv Sport in unserer Stadt. Und viele von euch wissen, bei uns sind die Volleyballerinnen, die Handballer, Stefan Niemke, viele aktive Sportlerinnen und Sportler zu Hause. Und darauf sind wir unwahrscheinlich stolz. Dazu haben wir allerdings auch etwas geleistet. Denn, und davon könnt ihr euch heute überzeugen, wir haben hier in der Stadt auch für die Infrastruktur einiges dazu getan. Nicht nur durch unser tolles Sportgymnasium und das neue Sportinternat, sondern auch am Lamprechtsgrund, in den Turnhallen, in den Schulen. Ich hoffe, die erste Nacht war trotzdem sehr schön, oder? Naja, einige sind ja gar nicht angekommen. Die Sportstadt Schwerin zeichnet auch aus, dass wir heute parallel sozusagen gegenüber auf dem Neuenwerther Klingbergplatz tausende Läuferinnen und Läufer haben, die am Fünf-Seen-Lauf teilnehmen. Davon fast die Hälfte über 30 Kilometer. Ja, ich bin verantwortlich für die Sonne. Ha, ha, ha. Aber wenn in Schwerin was Tolles stattfindet, dann meint es die Sonne mit uns immer gut. Trotzdem bitte ich euch alle, Leistungen sind toll, man soll sich verausgaben, aber nehmt ein bisschen Rücksicht auf die Sonne. Denn wenn man fast 10.000 Sportlerinnen und Sportler heute in der Stadt hat, dann muss es bei den Sanitätern und bei den Ärzten und vielleicht auch bei den Rettungsassistenten ja nun nicht auch so sein, dass wir Tausende brauchen. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche den Siegerinnen und Siegern dann heute und morgen alles Gute und denjenigen, die vielleicht eine der vielen tausend Medaillen nicht abbekommen haben, dass sie im nächsten Jahr dann erfolgreich sein werden. Viel Spaß bei den 10. Jugendspielen in Schwerin. Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Ich bitte jetzt, dass der Staatssekretär diese Spiele eröffnet. Herr Lenz, bitte. Ja, liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, liebe jungen Sportlerinnen, Sportler, ist euch schon warm? Das glaube ich nicht. Mir ist sehr warm. Ich möchte euch viel, viel Erfolg wünschen, viel Spaß bei den Spielen und vor allen Dingen vergesst das Trinken nicht. Wir haben hier viel Wasser in Schwerin, das Wasser ist auch sehr gesund und das Trinkwasser, von dem ich spreche, das wird mehr kontrolliert als das Mineralwasser. Also trinkt viel Wasser, das ist ganz wichtig, dann werdet ihr auch Erfolg haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hiermit erkläre ich die 10. Landesjugendsportspiele für eröffnet. Viel Spaß!